hier los! Guten Schuss! Majestät, Lord Emerson, ich melde, das Tor ist gebrochen. Gut, entferne dich. Lord Emerson, Majestät, bringen Sie Ihre Truppen rein. Dieser Außenposten muss fallen. Töten Sie Saladins Hauptmann. Wie ihr wünscht, Majestät. Im Moment ein paar Tricks, viel Spiritus Sancti, Amen. Geht hin in Frieden. Vor uns liegt ein langer Kampf. Aber wenn wir zusammenhalten, dann werden wir siegen. Folgt mir! Vorwärts! Gott sei mit euch! Im Namen des Herrn! Beschäftigt die Bogenschützen! Wenn Emersons Truppen drin sind, dann gehört der Außenposten uns! Nehmt sie ab da oben! Nehmt die Welle unter Beschuss! Los! Gut, Sie sind drin. Jetzt wird's Zeit, den Laden aufzuräumen. Vorwärts! Ja!
tapfere Kämpfer. So lasst uns in Dankbarkeit für diesen großen Sieg zum Herrn beten. Mönch, jetzt wird nicht gebetet, jetzt wird gesoffen. Was hat er da Gutes? Majestät, ihr müsst euch etwas ansehen. Ich habe eine Entdeckung. Folgt. Seht dort, Majestät. Eine Kiste. Öffnet sie. Was immer es sein mag, es soll euch gehören. Für eure Dienste in meiner Angelegenheit. Vielen Dank. Bitte erheben Sie sich. Im Namen Ihrer Majestät ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte, Mr. Dave Emerson, wird des Mordes an Edward Emery, dem Gärtner von Schloss Emerson, schuldig gesprochen. Aufgrund der geistigen Verfassung des Schuldigen wird von der hierfür gesetzlich vorgesehenen Strafe, dem Tod durch den Strang, abgesehen. Der Angeklagte wird stattdessen wegen völliger Unzurechnungsfähigkeit zu einer lebenslangen Inhaftierung im Mangrove Sanatorium verurteilt. Nein, das dürft ihr nicht! Ich bin nicht verrückt! Thank you.
Was ist denn los, Craig? Sie wirken so nachdenklich. Dave Emerson. Ich glaube einfach nicht, dass er verrückt ist. Beim Verhör wirkte er völlig normal. Ich habe ihm geglaubt, als er sagte, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Na, Sie haben doch selbst im Gerichtssaal gesessen, als Emerson diesen Tobsuchtsanfall hatte. Völlig verrückt. Das kann man doch nicht leugnen. Völlig verrückt oder völlig verzweifelt? Ich möchte meine Hand da nicht dafür ins Feuer legen. Das müssen Sie auch nicht, Craig. Das hat schon dieser Dr. Mangrove getan. Mangrove, das ist noch so eine Sache. Ich weiß nicht. Mir ging das alles zu schnell mit dem Attest. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist was faul an der Sache. Das war der ganze Fall, Inspektor. Jedenfalls wissen wir, dass der Wahnsinn bei diesen Emersons in der Familie liegt. Vor ein paar Jahren hat der Vater von Dave und seinem Zwillingsbruder Richard, Lord Emerson, seinen ersten neu eingestellten Butler wegen verschüttetem Tee erschlagen. Auch in einem Tobsuchtsanfall. Danach stürzte er sich von einem der Türme der Burg. Und trotzdem, Dave Emerson wirkt für mich nicht wie ein Wahnsinniger. Glauben Sie mir, die sind alle nicht ganz dicht. Ich habe doch damals selbst die Ermittlungen geleitet. Spricht einer aus Erfahrung. Was war das bitte? Nichts, Sir. Nichts, Sir John. Was geschehen in dieser Nacht? Was habe ich getan? Nichts! Ich habe nichts getan! Bin ich verrückt? Was war los? Nur noch an diese Kopfschmerzen erinnern. Das war nicht ich. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht! Diesmal bist du zu weit gegangen, kleiner Bruder.
Hallo? 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 Ach! Jede Nachtschicht ist jetzt neuerdings ein anderer Blödsinn. Er ist in dem Vorratsraum! Sein. Seht euch gut um. Der Kerl darf uns nicht entkommen.
dich! Meine Chance. Ich muss rauf in sein Zimmer. Guten Abend, Mutter. Nein. Richard sagt immer Mama. Das muss ich mir merken. Guten Abend, Mama. Wie geht es dir heute? Das muss genügen. Hallo! Hallo, Mr. Emerson! Merkwürdige Einstieg, sehr merkwürdig.
beiden sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Madam, würden Sie bitte beschreiben, was sich hier vorher zugetragen hat? Wie haben Sie die Leiche gefunden? Ich war bereits in meinem Zimmer und wollte ins Bett gehen, Herr Inspektor. James hatte die Leiche gefunden. Das ist richtig, Inspektor. Ich habe gerade mit meinem nächtlichen Rundgang angefangen. Mr. Emerson hat das Haus verlassen. Kurz darauf habe ich die Leiche gefunden. Wo ist Mr. Emerson hingefahren? Er hat nichts gesagt. Ich glaube aber, dass er nochmal ins Büro gefahren ist, um etwas zu erledigen. Mitten in der Nacht? Macht er sowas öfter? Ja, Herr Inspektor, das kommt immer wieder vor. Manchmal fällt Richard in der Nacht irgendetwas ein und er fährt nochmal in die Kanzlei. Fleißig, fleißig. Naja, nichtsdestotrotz muss ich auf jeden Fall nochmal mit ihm reden. Vielleicht hat er ja etwas gesehen, als er weggefahren ist. Da muss ich Sie leider enttäuschen, Inspektor. Guten Abend, Mama. Ich habe auch erst begriffen, was los ist, als ich zur Tür hereinkam. Ich war noch kurz im Büro. Ihr Bruder ist aus Dr. Mangroves Anstalt entflohen, Mr. Emerson. So wie es aussieht, hat er dort eine Krankenschwester ermordet und hier auf der Burg einen der Wachmänner, der ihm gefolgt ist. Eine Schwester? Der Wachmann? Aber das kann doch gar nicht sein. Bisher ist nur sicher, dass Dave geflohen ist. Und wie es aussieht, hierher. Hat irgendjemand von Ihnen etwas Auffälliges bemerkt? Nein. Nichts außer der Leiche, Sir. Ich würde mich trotzdem gerne einmal umsehen. Ich kann Sie begleiten, wenn Sie wollen, Inspektor. Sehr gerne. Fangen wir in Daves Zimmer an. Ich kann bei Dave Emerson für überhaupt nichts garantieren, Sir John. Sie sehen ja, was er hier angerichtet hat. In der Tat, Dr. Mangrove. Wer hat die Leiche von Schwester Eugenie gefunden? Das war Schwester Harris. Mit der muss ich auch noch sprechen. Ich fürchte, das müssen wir auf morgen verschieben, Sir John. Sie liegt momentan bei mir im Behandlungszimmer. Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Schwester Eugenie war eine gute Freundin von Mrs. Harris. Ach so. Naja, dann verschieben wir das eben auf morgen. Was ist eigentlich mit dem Wachmann, der niedergeschlagen wurde? Wie geht es dem? Fitzgerald wartet draußen vor der Tür. Er hat außer einer Beule nichts abbekommen, Sir John. Constable! Holen Sie bitte diesen Mann herein, bevor er sich noch die Füße in den Bauch steht. Hereinholen. Jawohl. Kommen Sie. Wachmann Fitzgerald, Sir John. Guten Abend. Ah, da sind Sie ja, guter Mann. Wie geht es Ihnen denn? Naja, wie man sich eben fühlt, wenn man einen Schlagstock auf den Kopf bekommt. Verständlich. Nun erzählen Sie mal. Was ist passiert? Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich habe den Alarm ausgelöst, dann hat mich dieser Beklopfte, Mr. Emerson, angegriffen und entwaffnet. Ja, und sonst? Sonst haben Sie nichts bemerkt? Nein, ich war bewusstlos. Typisch. Typisch. Wie sieht's denn hier aus?
Keine Ahnung, Inspektor. Dave hat dieses Zimmer auf jeden Fall so nicht verlassen. Das kann ich Ihnen versichern. Irgendjemand war hier und hat was gesucht. Wer war in den letzten Tagen hier im Haus? Tja, nur meine Mutter, James und ich. Wir hatten in der Zwischenzeit keinen Besuch. Und was würde der hier oben auch zu suchen haben? Puh, fragen Sie mich was Leichteres. Bruder hatte es ziemlich mit dem Mittelalter, nicht wahr? Ja. Hauptsächlich mit der Familiengeschichte. Der erste Lord Emerson diente unter Richard Löwenherz beim dritten Kreuzzug. Hm. Interessant. Was ist denn das? Sagt Ihnen das etwas, Mr. Emerson? Die eiserne Hand. Lord Emersons Geheimwaffe. Vier tödliche Klingen in einem Panzerhandschuh. Diese Klingen, Verletzungen an den Opfern. Gibt es dieses Ding wirklich oder ist das nur eine Legende? Den Handschuh gibt es. Ist unten an der Rüstung des ersten Lords befestigt. Ich muss mir das anschauen. Es könnte sich um die Tatwaffe handeln. Unmöglich, Inspektor. Die Rüstung steht dort schon seit meiner Kindheit. Seit Ihrer Kindheit, ja? Aber das kann doch gar nicht wahr sein. Mr. Emerson, wenn wir diesen Handschuh finden, finden wir möglicherweise auch einen Hinweis auf den Täter. Entweder finden wir ihn bei Dave oder bei jemand anderem. Ich werde auf jeden Fall den linken Handschuh und dieses Pergament konfiszieren. Ja, aber... Mr. Emerson, hören Sie mir zu. Ich glaube nicht, dass Ihr Bruder wahnsinnig ist. Er ist kein Mörder, das habe ich in meinem Bauchgefühl, aber ich kann nichts beweisen. Überlegen Sie bitte. Nehmen Sie sich Zeit, solange Sie brauchen. Was könnte man in Daves Zimmer gesucht haben? Und wieso sollte man Amory umbringen und versuchen, das alles Dave in die Schuhe zu schieben? Ich will versuchen, Sie so gut zu unterstützen, wie es mir möglich ist, Inspektor. Die Patienten sind bestens versorgt und gut geschützt in ihren Zellen. Es ist nicht besonders leicht, hier aufzubrechen. Und trotzdem ist es Dave Emerson gelungen. Und einen Haufen Schaden hat er auch noch angerichtet hier. Wo ist seine Zelle? Gleich da vorne. Bitte folgen Sie mir, Sir John. Thank you.
Das ist ja hier wirklich das reinste Irrenhaus. Hier ist Emersons Zellentür. Das Merkwürdige dabei ist, dass sie immer noch verschlossen ist. Ja, haben Sie denn keinen Zweitschlüssel? Doch, natürlich, Sir. Trotzdem würde ich gern wissen, wessen Schlüssel hier aufgesperrt und wieder zugesperrt hat. Durch die Essensluke kann er wohl kaum rausgekrochen sein. Aber vielleicht hat man ihm so diesen Schlüssel gegeben. Wie bitte? Wer hätte denn das machen sollen? Wer lässt schon einen wahnsinnigen Freiwilligen aus der Zelle? Ja, was haben wir denn hier? Dr. Mangrove? Das ist doch nicht zu fassen! Das ist meiner! Mein Generalschlüssel! Mit dem hätte man jede Zelle hier aufsperren können! Nein! Doch! Oh! Wir müssen sofort zurück in Ihr Büro! Wir müssen nach Einbruchspuren suchen! Ich fürchte, das können Sie sich sparen. Mein Büro ist immer offen und der Schlüssel liegt offen auf meinem Schreibtisch. Ich höre wohl schlecht. Was ist denn hier los? Wer ist hier eigentlich verrückt? Sie oder die Patienten? Wie kann man denn einen Generalschlüssel? Das ist doch wirklich... Sir John? Ah, sind Sie wahnsinnig? Was können Sie mich so erschrecken? Ich wollte Ihnen doch nur mitteilen, dass Inspektor Craig auf Sie wartet. Craig? Warum haben Sie ihn da nicht gleich mit raufgebracht? Weil er am anderen Ende der Telefonleitung auf Sie wartet, Sir John. Oh, Sie Hohlkopf! Darüber sprechen wir nochmal. Vielen Dank nochmal, Dr. Mangrove. Aber ich glaube nicht, dass wir uns zum letzten Mal hier gesehen haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Sir John. Tun Sie sich keinen Zwang an. Meine Tür steht allzeit offen für Sie. Gehen wir. Gehen wir. Irgendwelche Anweisungen, Dr. Mangrove? Wenn Schwester Harris morgen wach wird, dann fahren Sie sie bitte nach Hause und sagen ihr, dass ich sie für morgen krank schreiben werde. Wird erledigt. Gut, danke schön. Außerdem befürchte ich für morgen eine Hausdurchsuchung. Sie wissen, was das bedeutet. Anweisung 17? Ja, und zwar heute noch, sobald die Polizei weg ist. Wie Sie wollen, Dr. Mangrove. Das ist ja allerhand. Nun haben wir wenigstens einen Hinweis auf die Tatwaffe. Immerhin, ja, Sir John. Besser als nichts. Ich habe den Handschuh und das Pergament ins Labor bringen lassen. Es müsste eigentlich für eine Rekonstruktion ausreichen. Dann wissen wir, ob die eiserne Hand die Tatwaffe war oder nicht. Sehr gut, Greg. Dann sehen wir uns also morgen bei uns im Büro. Da muss auch diese Schwester Harris noch ihre Aussage machen. Verstanden. Bis morgen, Sir John. Gute Nacht, Greg. Hilfe! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Hilfe! Nein! Hilfe! Hilfe! Mutter, was ist da? Hilfe!
eiserne Hand. Der sollte jetzt erstmal weg sein. Ich rufe sofort noch eine Streife an und lasse zwei Beamten über Nacht hier bleiben. Keine Sorge, Lady Emerson. Den kriegen wir schon noch. Ja, bitte. Das war ja schrecklich. Ganz ruhig, Mutter. Ich bin ja auch noch da. Es war schrecklich. Ich ging gerade den Korridor entlang, als ich sie fand. Beruhigen Sie sich, Schwester Harris. Das Ganze ist ja jetzt vorbei. Was glauben Sie, Madame? Warum hat man Schwester Eugenie umgebracht? Ich glaube, wegen dem Bericht, den sie verfasst hat. Bericht? Was für ein Bericht? Sie war davon überzeugt, dass Dave Emerson nicht verrückt ist und hat deshalb einen Bericht verfasst, den sie an einen anderen Arzt schicken wollte. Dr. Mangrove hat ihr diesbezüglich keine Beachtung geschenkt. Dann sind wir schon zwei, die das glauben. Und wo ist dieser Bericht jetzt? Ich weiß es nicht. Sie hatte ihn nicht bei sich, als sie da lag. Nicht bei sich oder nicht mehr bei sich? Das ist hier die Frage. Das Dumme ist nur, wir können so nichts machen. Wir haben keine Beweise. Nein, aber eine Untersuchung der Anstalt ist angeleiert und die werden wir heute noch durchführen. Und zwar sofort. Ich werde auf jeden Fall auch noch schauen, ob ich diesen Bericht finden kann. Das tue ich schon meiner Freundin zuliebe. Seien Sie aber vorsichtig, Miss Harris. Und bringen Sie die Unterlagen, wenn Sie sie finden, sofort zu uns. Selbstverständlich, Inspektor. Bitte schön. Auf Allmählich glaube ich, dass ich selbst verrückt werde. Wieso glauben alle, dass Dave Emerson nicht verrückt ist? Wieso um Himmels Willen? Weil da irgendetwas nicht stimmt, Sir John. Da ist etwas faul an der Sache. Ich habe es nach der Gerichtsverhandlung schon gesagt. Naja, jetzt warten wir mal die Durchsuchung der Anstalt ab. Dann werden wir ja sehen, was an dem Gerücht dran ist. Allerdings, die Durchsuchung. Darum kümmere ich mich jetzt höchstpersönlich und zwar selbst. Ja.
Aber Boss, das war doch nicht vorauszusehen. Wenn man solche Geschäfte macht, muss man mit allem rechnen, Sie Turtle. Lassen Sie die Beweise verschwinden. Auf der Stelle, sonst mache ich Sie fertig. Sie haben wohl vergessen, was ich hier an belastendem Material gegen Sie vorliegen habe. Nein, Boss. Habe ich nicht. Die Polizei wird hier nichts finden. Das verspreche ich Ihnen. Das wird auch Ihr Glück sein, Mangrove. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Nein, Boss. Ich versichere Ihnen. Hallo? Mama, hier spricht Dave. Dave, wo zum Teufel steckst du? Was hast du angestellt? Die Polizei sucht nach dir. Ich weiß, Mama. Du musst mir glauben, ich bin unschuldig. Triff mich im alten Bootshaus, bitte. Es ist dringend, ich brauche deine Hilfe. Wie soll ich dir helfen können, nach allem, was passiert ist? Bitte, Mama, hilf mir. Dave! Dave! Dave, wo bist du? Dave, wo bist du? Dave? Dave? Nein! Hilfe, Dave! Sind Milady in Ordnung? Ja, aber Sie müssen sofort in ein Krankenhaus. Es,
Es fällt mir schwer, Milady zu widersprechen. Aber Milady brauchen meine Wachsamkeit. Ich werde die Versorgung meiner Wunden selbst übernehmen. Allerdings muss ich gestehen, es fällt mir schwer, Blut zu sehen. Das ist jetzt hier schon die dritte leere Zelle. Was zum Teufel ist denn mit dem Patienten los? Die Patienten, die Sie sehen, Inspektor, sind auch die einzigen Patienten, die da sind, Inspektor. Es scheint im Moment einfach keine weiteren Wahnsinnigen zu geben. So, so. Ich hoffe, Sie sind allmählich zufrieden, Sir John. Noch nicht, Dr. Mangrove. Erst wenn ich weiß, was sich am Abend von Mr. Emersons Flucht zugetragen hat. Was soll das heißen? Dass ich nicht daran glaube, dass Sie hier das Unschuldslamm sind. Das ist doch wohl unerhört. Das Institut hier ist doch der Geschädigte. Reichen eine tote Krankenschwester und ein Wärter nicht aus, um das zu beweisen? Wie kam Emerson hier raus? Das will ich wissen. Und vorher bekommen Sie keine Ruhe von mir. Das weiß ich doch auch nicht, verdammt nochmal. Ich weiß nur, dass Sie hier meine Arbeit behindern. Ach, hören Sie doch endlich auf zu meckern, Dr. Mangrove. Ihre paar Verrückten werden schon nicht gleich gesund werden, wenn Sie mal nichts machen können. Jetzt reicht es mir. Ich will auf der Stelle meinen Anwalt sprechen. Das können Sie machen, sobald wir hier fertig sind. Steppler, das sehe ich aber gar nicht gern, was Sie hier machen. Es läuft sowieso nichts Gescheites. Ach, dieser Polizist. Der treibt mich noch zum Wahnsinn. Sagen Sie, wo ist eigentlich Schwester Harris? Ich möchte gern mit ihr sprechen. Ich weiß es nicht, Inspektor. Sie hatte vorher, glaube ich, im Labor zu tun. Na ja, dann gehen wir doch einfach mal ins Labor. Wie Sie wünschen. Seien Sie noch nicht so siegessicher, Dr. Mangrove. Hochmut kommt vor dem Fall. Ach ja, ist das so, Sir John? Wer von uns beiden hat denn versucht, dem anderen unsaubere Methoden zu unterstellen? Mein Anwalt wird überprüfen, ob diese Durchsuchung hier rechtens war. Von mir aus, ich wünsche einen guten Tag. Mitkommen, Sie Trottel! Mitkommen, Sie Trottel! Was? Könnten wir bitte unter vier Augen sprechen? Selbstverständlich, Inspektor. Danke. Nun, Schwester Harris, was gibt es Neues? Tut mir leid, Inspektor, ich habe noch nichts gefunden. Die Dokumente sind alle weg. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Patienten verschwunden sind. Patienten verschwunden?
Wie meinen Sie das? 6 oder 7 Patienten sind plötzlich weg und auch von der Medikamentenliste gestrichen worden. Alles leichtere Fälle. Leichtere Fälle? Inwiefern? Die meisten waren nur leicht paranoid oder hatten Phobien. Aber sie waren normal ansprechbar. Also grob gesagt sind nur noch die komplett Bekloppten hier. So könnte man es sagen. Danke, Schwester Harris. Ich glaube, Sie haben uns ein gutes Stück weitergeholfen. Passen Sie auf sich auf. Vielleicht finden Sie ja heraus, wo die Patienten hingebracht wurden. Ich gebe mir Mühe, Herr Inspektor. Vielen Dank. Das war vielleicht eine Blamage. Ich wäre da noch nicht so voreilig, Sir John. Wo sind die ansprechbaren Patienten hingekommen? Die können sich doch nicht in Luft auflösen. Keine Ahnung, Craig. Im Aktenschränkchen waren sie auf jeden Fall nicht. Nein, aber schauen Sie mal hier. Das habe ich mir vom Bauamt besorgt. Ein Plan des Mangrove-Sanatoriums. Im Speziellen ein Plan des Kellers. Was für ein Keller? Da war doch gar kein Keller. Richtig, Sir John. Den Keller hat man uns verheimlicht. Dort unten ist ein kompletter Trakt aus Zimmern. Sie meinen, Dr. Mangrove hat da unten? Sehr richtig, Sir John. Und deshalb werde ich heute Nacht noch mal dort einbrechen. Nein! Doch! Oh! Das ist der Bericht von Eugene. Ich habe es gewusst. Ah! Schwester Harris! Dr. Mangrove! Was haben Sie denn hier zu suchen? Ich habe nur... Ach, sagen Sie nichts mehr, Schwester Harris. Ich habe schon immer vermutet, dass Sie sich zu viel zumuten. Ich denke, Sie sind überarbeitet. Aber Doktor, nein, ich...
Nein! Hier bleiben! Jetzt gibt es kein Entkommen mehr, Schwester Harris. Stillhalten! Nein! Stillhalten, habe ich gesagt! Verdammt! Erlegen Sie das! Sperren Sie sie weg! So! Mangrove! Die Pläne haben sich geändert, Mangrove! Boss, was ist los? Wieso? Lady Emerson muss weg. Und zwar heute noch. Sie muss sterben. Sofort. Was? Ich bin doch kein Mörder. Das können Sie von mir doch nicht verlangen. Sie tun, was ich sage. Sonst sterben Sie auch noch. So ein Schwein. Schwester Harris, so gehen Sie doch ran! Da muss was passiert sein. Ich muss in die Anstalt. Thank you.
Geht doch. Gehen Sie doch nicht rein! Außer Sie wollen, dass man Sie totschlägt. Da sind Sie ganz verrückt drin. Und Sie sind also nicht verrückt? Das kommt drauf an, wer fragt. Wenn Sie einer meiner Enkel sind, dann bin ich verrückt. Wenn nicht, dann glaube ich nicht, dass ich verrückt bin. Das verstehe ich nicht ganz. Man kann Dr. Mangrove dafür bezahlen, dass er einen verrückt schreibt. Und das haben sie mit mir gemacht, damit sie das Haus erben. Das ist ja interessant. Man muss diesem Verbrecher das Handwerk legen. Sind Sie von der Polizei? Ja, das bin ich. Inspektor Craig von Scotland Yard. Sagte ich mir fast. Weil Sie alle für verrückt erklärt wurden und die sich sind, haben Sie vor ein paar Tagen in den Keller gebracht. Da ist dann meistens eine Durchsuchung. Werden Sie uns hier rausholen? Ich bin momentan selbst so eine Art Gefangener hier. Erstens muss ich mal wieder schauen, dass ich hier rauskomme. Und zweitens brauche ich Beweise. Da müssen Sie in Dr. Mangroves Büro. Das ist so hinten rechts. Da muss er irgendwo höchstwahrscheinlich den Schlüssel haben. Dann können Sie rauf. Und dann holen Sie uns bitte raus hier. Es ist kalt. Dann werde ich dort mal mein Glück versuchen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich komme zurück. Passen Sie auf sich auf. Danke. Ich bin schon vorsichtig. Bericht von Schwester Eugenie. Schwester Harris hatte recht. Erwischt. Er wollte mich umbringen. Doch ihre Leute sind ihm anscheinend dazwischen gekommen. Mich hat er wohl auch erwischt. Aber ich konnte einen Blick auf Schwester Eugenies Unterlagen werfen. Recht interessant. Vorsicht! Sie haben eine üble Beule abbekommen. Ach, was? Wir
Wir müssen hier raus. Diesem Mangrove muss man das Handwerk legen. Das ist jetzt das Einzige, was zählt. Aber die Tür macht nicht mit. Durchsuchung, sondern eine groß angelegte Räumungsaktion. Wie Sie wünschen, Sir John. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Das wäre mir neu. Vorwärts! Niemand darf entkommen! Vorwärts! Na los, worauf wartet ihr? Wir müssen die Polizei aufhalten. Sonst sind wir alle erledigt. Los jetzt! Nein! Dr. Mangrove, das dürfen wir nicht. Das geht zu weit! Will noch jemand aussteigen? Dr. Mangrove, hier spricht Scotland Yard. Im Namen Ihrer Majestät ergeben Sie sich. Das Gebäude ist umstellt. Widerstand ist zwecklos. Kommt keiner. Vorwärts! Rein mit dem Laden auf! Das auch keiner. Weiter! Natürlich nicht mehr.
konnte ja nicht wissen, dass Sie es sind. So, ich muss jetzt da nach oben und für Recht und Ordnung sorgen. Das wird aber auch Zeit. Da oben tobt ein Krieg oder so, wie sich das anhört. Das sind ja Schüsse. Hoffentlich treffen Sie den Wengrauf. Sir John muss schon hier sein und in Schwierigkeiten stecken. Passen Sie auf die alte Dame auf. Sie ist genauso normal wie wir beide. Mit dem Schüsse können wir uns wieder einsperren. Kommen Sie rein. Ja, das ist besser. Grüß dich. Nicht so schnell! Das ist der Dicke! Na, Sie können ja gut auf sich selbst aufpassen. Was haben Sie gemeint? Nach zwei überlebten Weltkriegen. Suchen Sie etwa den hier? Mangrove, was sind Sie eigentlich für ein Unmensch? Unmensch? Wieso das denn? Weil ich auf meine Geldbörse schaue? Das tun Sie doch auch. Nicht in diesem Ausmaß. Und nicht auf Kosten Unschuldiger. Werfen Sie die Waffe weg, geben Sie endlich auf. Sie hören doch, was da oben los ist. Ich denke nicht. Ruhe sanft, Mangrove.
Ihr seid alle beide verhaftet. Dieser Mengerow kann mich mal. Das ist ja lebensgefährlich. Wir hauen jetzt ab. Hände hoch, ihr zwei. Das reicht für heute. Ganz ruhig, Constable. Hier tut Ihnen niemand mehr was. Da sind Sie ja, Inspektor. Wir suchen Sie hier überall. Passen Sie auf. Sie müssen den Keller sichern. Da unten ist Mangrove in einem Büro. Außerdem sind Unschuldige unten eingesperrt. Die müssen wir hier rausholen. Ich versuche, mich zu Sir John durchzuschlagen. Er war zuletzt im Erdgeschoss. Ihnen dürfte sowieso nicht mehr zu viel Widerstand begegnen. Wir haben schon ordentlich aufgeräumt. Umso besser. Und dass ihr mir keinen Mut mehr macht. Stapler? Inspektor? Wo ist Sir John? Unten am Haupteingang. Er überwacht den Abtransport der Gefangenen. Gut. Ich habe Mangrove festgesetzt. Es wird Zeit, ihn zu verhören. Ich werde ihn heraufholen. Sie passen hier auf. Sie haben einen Sergeant. Ich habe alles im Griff. Also, Dr. Mangrove, wie wär's jetzt, wenn Sie langsam mal reden würden? Oder sind Sie immer noch so vorlaut wie heute Nachmittag? Verdammt! Man hat mich erpresst! Ich hatte keine andere Wahl! Dem fällt doch immer wieder was Neues ein, Crack. Immer wieder versucht er, sich rauszulehnen. Wer hat Sie denn erpresst, Dr. Mangrove? Angeblich ein Anwalt eines meiner Patienten. Er behauptet, Beweise zu haben, dass ich korrupt wäre. Na, sowas aber auch. Wer war denn dieser Anwalt? Das weiß ich doch nicht. Heute Abend hat er nochmal angerufen. Er wollte, dass ich Lady Emerson umbringe. Was? Ja, das ist die Wahrheit. Und dann kamen Sie dazwischen. So ein Pech. Sonst hätten Sie die auch noch weggesperrt oder vergiftet. Was fällt Ihnen ein? Ich bin kein Mörder. Und sperre einfach irgendjemand so weg. Verdammt nochmal, Mangrove, jetzt sagen Sie schon endlich die Wahrheit. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, wieso sind Sie dann auf die Erpressung eingegangen? Warum haben Sie versucht, Schwester Harris zu ermorden? Was hat es mit der alten Dame auf sich, die behauptet, gar nicht wahnsinnig zu sein, und mit den anderen Patienten da hinten im Keller, die angeblich auch gar nicht verrückt sind? Sie stecken schon zu tief drin. Ihren Hals bekommen Sie nicht mehr aus der Schlinge. Ich schlage vor, Sie reden. Ach, ich geb's zu. Ich habe Personen wegsperren lassen gegen Bezahlung. Aber ich habe niemanden umgebracht. Und? Was war mit Schwester Eugenie? Vielleicht haben Sie vergessen, dass in dieser Zeit ein echter Wahnsinniger sich herumgetrieben hat und Dave Emerson dabei war, auszubrechen. Mag's sein, aber Dave Emerson müsste fliegen können, um Schwester Eugenie im ersten Stock das Genick zu brechen und zeitgleich im Erdgeschoss, entsprechend der Aussage von Wachmann Fitzgerald, diesen im Keller bewusstlos zu schlagen. Ah, es fällt nichts mehr ein. Mir reicht's jetzt. Constable, sperren Sie diesen Lügner weg. Ich kann sein Gesicht nicht mehr ertragen. Kommen Sie bitte mit. Ein Anwalt soll den erpresst haben? Wenn Sie mich fragen,
ist der hier der einzig Wahnsinnige. Ein Anwalt. Aber natürlich. Lady Emerson wurde ermordet. Dave wird weggesperrt. Kurz nach Daves Ausbruch verschwindet sein Zwillingsbruder Richard spurlos. Und Richard, der ist Anwalt. Lady Emerson! Sir John, Inspektor, was machen Sie denn hier? Wir haben Grund zur Annahme, dass Ihr Sohn Dave gar nicht verrückt ist, sondern das Opfer einer Intrige wurde. Das ist auch richtig, Inspektor. Ja, ist das jetzt Dave? Oder Richard? Oder bin ich? Ich bin Dave. Was? Ja, Mutter. Auch du hast mich nicht erkannt. Deinen eigenen Sohn. Und falls Sie mir nicht glauben wollen... Tatsächlich. Dave Emersons Anstaltskleidung. Und Ihr Bruder, nehme ich an, ist immer noch verschwunden. Ja, Richard hat das Burggelände am Abend meiner Flucht verlassen und kam seitdem nicht wieder zurück. Ich verstehe das nicht. Aber warum sollte Richard denn? Deswegen, Mutter. Die Legende des ersten Lords Emerson. Dieser bekam angeblich während des dritten Kreuzzuges einen großen Schatz geschenkt, welcher hier auf dem Schlossgelände versteckt sein soll. Aber warum sollte er denn hier das alles veranstalten? Ja, das würde ich jetzt auch gern wissen. Ich bin der Ältere von uns beiden, wenn auch nur ein paar Minuten. Somit erbe ich zuerst. Und deshalb musste ich verschwinden. Mutter musste weg, weil sie den Schlüssel zum Schatz besitzt. Was für einen Schlüssel? Ich hab doch keinen Schlüssel. Doch, Vater gab ihn dir zu deinem 50. Geburtstag. Der schwere Schlüssel an der Goldkette. Den hier? Und wo ist der Eingang zu diesem Geheimraum? Wenn man diesen alten Aufzeichnungen glauben kann, dann irgendwo unterhalb des Gärtnerhauses. Ah! Was schießen Sie denn hier in der Gegend rum? Haben Sie was gegen Treppen? Nein, Sir. Es war die eiserne Hand, Sir. Sie kam aus der Treppe. Aus der Treppe? Von oben runter, oder wie? Nein, Sir. Von unten herauf. Eine Klappe in den Stufen hat sich geöffnet. Mittlerweile ist sie jedoch wieder geschlossen. Diese dämlichen Geheimtüren sollte man verbieten. Das würde einiges leichter machen. Ah! Mutter! Nein! Hände hoch! Nein! 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 Mit Verlaub, Sir John. Jetzt ist Schluss!
demolieren. Nicht? Nein. Entschuldigen Sie mich, Milady. Das war knapp. Und ist das jetzt Richard Emerson? Das werden wir gleich haben. Unglaublich. Dann war also wirklich Richard der Verrückte? Ja, Sir John. Und jetzt wollen wir mal neugierig sein. Das Ende. Nein. Doch. Oh.